Yoko Taro. Ja, genau dieser verrückt geniale Bastard hier. Einige bekannt als Writer und Director der Drakengard bzw. Nier-Serie. Zusammen mit Charakterdesigner Kimiko Fujisaka und Komponist Keiji Okabe komplettiert Yoko Taro dieses Triumvirat der Geilheit in seinem nicht mehr ganz so neuen Werk Shin no Alice. Der Einfluss bei der Erstgenannten wird recht schnell klar. Die Charakterporträts aus der Feder Fujisakas sind reinster Zucker. Und Okabes Musik klingt, als ob Gott persönlich einem ins Ohr flüstert. Ja! Interessant wird es dann natürlich bei Yoko Taro, der hier als Creative Director fungiert. Bei ihm erwartet man mittlerweile das Unerwartete. Ein Mann, der es liebt, mit gängigen Videospielkonventionen zu brechen und uns aus der Komfortzone zu holen. Aber kann sich diese spezielle Taro-Magie in einem Free-to-Play-Mobile-Titel wirklich gänzlich entfalten? Es beginnt schon einmal sehr kryptisch und eigen. Zwei Puppen führen in die Welt Library ein. Eine Welt, in der es vor Büchern wimmelt und die Charaktere aus dieser zu entkommen scheinen. Die zu Beginn auswählbaren Figuren sind nämlich bekannte Charaktere aus der Literatur. Es stehen Alice, Schneewittchen, Rotkäppchen sowie Pinocchio zur Verfügung. Alle haben dasselbe, aber doch eigene Ziel, nämlich ihren jeweiligen Autoren wiederzubeleben. Dazu gilt es, die sogenannten Shadows zu töten. Ich habe zu Beginn Alice gewählt, die ihren Autor Lewis Carroll wiederholen möchte. Bevor man aber in die Geschichte geworfen wird, erlebt man den Gacha-Alltag. Es ploppen die wildesten Benachrichtigungen und Bonis auf und es wird an den Großteil der Features erstmal herangeführt. Das Kampfsystem lässt sich dabei recht einfach erklären. Im Story-Modus gibt es für jeden Charakter einzelne Kapitel mit diversen Wellen an Gegnern. Sofort wird man mit NPCs in eine Truppe geschmissen, die selbstständig agieren. Beim einfachen Berühren auf den Gegner lässt der Charakter einen Schlag auf den Gegner. Wirklicher Schaden wird aber erzeugt durch den Einsatz diverser Waffen. Dies verläuft nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Die Gegner haben jeweils ihr eigenes Element. Greift man nun mit dem Element an, gegen das der Schuft schwach ist, macht man, wer hätte es gedacht, erhöhten Schaden. Ähnlich verhält es sich mit den Shadows. Es ist möglich, Gegner im Kampf zu rufen, die einen dann mit Buffs versorgen oder Debuffs auf den Gegner casten. Dieses ist allerdings gebunden an einen Timer und den Einsatz von SP, wie auch bei den Waffen. Überall steckt das Free-to-Play-System drinne, die wie Zahnräder miteinander agieren. Story-Missionen kosten AP, die sich mit der Zeit wieder auffüllen. Um gegen die Gegner auch weiterhin zu bestehen, werden Waffen benötigt. Welche Waffen ein Charakter benutzen kann, hängt von dem jeweiligen Job ab, den dieser besitzt. Waffen als auch Jobs lassen sich ziehen, was wiederum Diamanten kostet. Diese bekommt man immer wieder geschenkt, lassen sich aber natürlich am leichtesten mit Echtgeld erwerben. Aber eine geile Waffe zu ziehen reicht meistens noch nicht, da diese auch noch gelevelt werden möchte, was wiederum Ressourcen in Form von Geld verbraucht. Die Jobs wiederum lassen sich auch in einem Skilltree-ähnlichen System verstärken, was wiederum seine ganz eigenen Ressourcen benötigt. Zusammen mit den verschiedenen spielbaren Charakteren entsteht somit ein Strudel aus Leveln und Ressourcenverschwendung, sobald der anfängliche Registrierungsbonus erstmal aufgebraucht ist. Aber ich verliere mich hier gerade. Der Grund, warum ich das Spiel doch installiert habe, war, weil der Papa wieder neues Futter aus dem Taroversum braucht. Also for the sake of the Narrative habe ich Events und Raid-Bosse sein gelassen, um mich möglichst der Geschichte hinzugeben. Möglichst trifft es da ganz gut, denn als Games as a Service-Titel ist auch Shin no Alice darauf aus, den Spieler möglichst lange ans Spiel zu fesseln und wirft ein maximal Story-Fetzen vor die Füße. Was als gemeinsame Narrative angedeutet wird, entpuppt sich recht schnell als eine Charakterstudie der einzelnen Figuren und eine verquerte Version der bekannten Fabeln. Alice zum Beispiel hat ein klares Ziel, ihren Autoren wiederzuholen. Sie bekommt von den beiden Puppen eine Mission, töte alle Gegner, die deinen Weg kreuzen. Dies macht sie auch, bis sie nach einiger Zeit ihre Mission hinterfragt und die Puppen als ihre Feinde ansieht, aber trotzdem weiter tötet, weil es ihr nichts ausmacht, ob es ihre wahren Feinde sind oder nicht. Cinderella, die in der Taro-Version sehr schroff wirkt, verhöhnt erstmal ihren eigenen Leidensweg samt gläsernen Schuh und fragt sich, warum es für ihren liebenden Prinzen es unbedingt einen Schuh gebraucht und er sich nicht einfach an ihr Gesicht erinnert hat. Leider sind diese Texteinblendungen das höchste der Gefühle, wenn es um die Inszenierung der Narrative geht. Nichtsdestotrotz entsteht dank der Musik und Sprachausgabe eine bedrückende Atmosphäre in bester Visual Novel Form. Gerade Gretels Geschichte fand ich überraschend erdrückend. Ein hoffnungsloses Drama, in der suggeriert wird, dass sie ihren Bruder getötet hat, als sie alleine im Wald waren, dies aber verdrängt und stattdessen den Hexen. Für sie sinnbildlich die Shadows als Schuldigen sieht und tötet. Leider hat sich in den von mir gespielten Stunden kein wirklicher Verweis auf das restliche Taro-Universum gezeigt, welches eine Verbindung zu Drakengard oder Nier aufweisen könnte. Aber allein wenn ich das fucking Angelic-Skript aus Nier sehe, sobald ein Boss besiegt wird, kann das doch alles kein Zufall sein.
Abschließend ist zu sagen, bei Schindler Alice bekommt man es anstatt einer zusammenhängenden Geschichte mit Charakterepisoden zu tun, die hin und wieder zusammenlaufen. Aufgebrochen wird das allerdings durch diverse Free-to-Play-Systeme und einer marginal, aber doch stimmungsvollen Inszenierung, die gerade im Einklang mit der Musik erst richtig zur Geltung kommt. Nichtsdestotrotz lässt sich der Einfluss Yokotaros deutlich spüren. Düstere, skurrile und witzige Charaktere, die mit den gängigen Märchenerzählungen aufräumen. Ich hoffe wirklich sehr, dass alle Beteiligten sich nochmal aufraffen, das Spiel, losgelöst von den ganzen Microtransaction-Fesseln, auf anderen Systemen zu veröffentlichen. Denn letztendlich fühlte die Erfahrung sich für mich doch wie ungenutztes Potenzial an. Du musst abonnieren.